Gewalt an Frauen mit Behinderungen in leichter Sprache erklärt. In Italien sind sehr viele Frauen Opfer von Gewalt. Opfer von Gewalt heißt, ein Mann hat einer Frau Gewalt angetan. Zum Beispiel, ein Mann schlägt eine Frau. Dann ist die Frau das Opfer von Gewalt und der Mann ist also der Täter. Auch sehr viele Frauen mit Behinderungen sind Opfer von Gewalt. Es gibt viele Formen von Gewalt an Frauen mit Behinderungen. In diesem Text wollen wir vom Monitoring-Ausschuss über die Gewalt an Frauen mit Behinderungen informieren. Psychische Gewalt. Was ist psychische Gewalt? Drohen ist psychische Gewalt. Zum Beispiel kann ein Mann drohen, eine Frau zu töten, einer Frau weh zu tun oder der Familie von der Frau weh zu tun. Auch das ist psychische Gewalt. Ein Mann will eine Frau kontrollieren. Zum Beispiel, ein Mann lässt eine Frau nicht aus dem Haus gehen. Ein Mann kontrolliert das Telefon von der Frau. Psychische Gewalt ist auch, ein Mann beschimpft eine Frau und sagt schlimme Wörter zu ihr. Oder ein Mann demütigt eine Frau und macht diese Frau schlecht. Sexuelle Gewalt. Was ist sexuelle Gewalt? Sexuelle Gewalt ist zum Beispiel, ein Mann zwingt eine Frau ohne Zustimmung zum Sex. Zwingen heißt, die Frau will keinen Sex haben, aber der Mann macht trotzdem Sex mit der Frau. Zustimmung ist das schwere Wort für einverstanden sein. Auch die sexuellen Übergriffe sind eine Form von sexueller Gewalt. Sexuelle Übergriffe sind zum Beispiel, ein Mann berührt den Körper von einer Frau, aber diese Frau will nicht berührt werden. Körperliche Gewalt. Was ist körperliche Gewalt? Bei körperlicher Gewalt kann ein Mann zum Beispiel eine Frau schlagen, eine Frau stoßen und mit den Füßen treten, einer Frau eine Ohrfeige geben, eine Frau mit einem Messer angreifen, auf eine Frau schießen. Macht ein Mann zum Beispiel Sachen von einer Frau kaputt? Auch das ist körperliche Gewalt. Zum Beispiel wichtige Sachen von einer Frau oder wichtige Dokumente von einer Frau. Ökonomische Gewalt. Was ist ökonomische Gewalt? Ökonomische Gewalt heißt zum Beispiel, ein Mann nimmt einer Frau das Geld weg. Ein Mann kontrolliert das Geld von einer Frau. Eine Frau darf nicht arbeiten gehen. Oft sind diese Frauen von den Männern finanziell abhängig. Finanziell abhängig heißt, die Frau hat selbst kein Geld. Deshalb braucht die Frau das Geld vom Mann. Und diese Frau kann nichts selbst entscheiden. Diese Männer sagen zum Beispiel zu den Frauen, willst du Geld haben, dann musst du mir folgen. Diese Frauen können nicht selbst entscheiden.